Moin Leute! So, ihr habt jetzt schon mal gehört, was Orbitale sind und wie die bei einem Atom so aussehen. Und das ist auch schön und gut zu wissen, aber viel geiler wird es erst, wenn wir Moleküle haben. Weil jetzt bekommen wir aus den paar wenigen Atomorbitalen auf einmal krasse Formen. Damit meine ich jetzt die Überlappung von Orbitalen. Was das nützt und wie es aussieht, das seht ihr jetzt. Die Orbitale sind voll sozial. Was ich damit meine, sehen wir beim Kohlenstoff im Methan. Kohlenstoff hat ja eigentlich die Konfiguration S2P2, also zwei Elektronen im kugelrunden S-Orbital und in zwei P-Orbitalen je ein Elektron. Dann bleibt aber ein P-Orbital leer. Nochmal zur Klarstellung. Für die Bindungen geht's immer nur um die Außenelektronen, also die Elektronen in der äußeren Schale, und obwohl der Kohlenstoff 6 Elektronen hat, hat er nur 4 Außenelektronen, nämlich in der zweiten Schale. Ist doch kacke, wenn jemand leer ausgeht. Deshalb kommt es hier jetzt zu einer Hybridisierung. So wie im Film Underworld, da gibt's auch einen Hybrid, also eine Mischung aus Vampir und Werwolf. Und unsere Orbitale mischen sich jetzt auch. Weil wir ein S-Orbital haben, das sich mit 3 P-Orbitalen mischt, nennt man das Ganze hier SP3-Hybridisierung. Dadurch haben wir 4 gleiche Orbitale, die je ein Elektron besitzen. Das sind jetzt keine Hanteln mehr, sondern die sehen jetzt so aus, eher wie Keulen. Dann ordnen die sich auch tetraedisch an und man hat das gewohnte Bild von Methan. Fehlen nur noch die Wasserstoffe. Die sind jetzt Kugeln, weil es ja nur ein S-Orbital gibt. Zusammen überlappen sich die Orbitale vom Kohlenstoff und vom Wasserstoff jetzt und bilden Sigma-Bindungen. So werden die normalsten Bindungen bezeichnet. Zum Beispiel auch die zwischen zwei S-Orbitalen. Insgesamt überlappen die Orbitale da so, dass die Bindung rotationssymmetrisch zur Bindungsachse ist. Also mal auf einfach: Wenn man an den Verbindungen dreht, dann ändert sich an den bindenden Orbitalen nichts. Puh, damit haben wir die SP3-Hybridisierung und die Sigma-Bindung mal abgehakt. Kommen wir zum nächsten Spaß. Wenn's SP3-Hybridisierung gibt, dann auch SP2. Und genau das hat man bei Ethen. Einmal kurz überlegen, dann müsste ja das eine S-Orbital und zwei P-Orbitale sich mischen, damit man 3 gleiche Orbitale rausbekommt. Und genau so ist es. Die ordnen sich dann sogar in einer Ebene an, sodass sie halt am weitesten weg voneinander stehen. Und jetzt benutzen im Ethen die 2 Kohlenstoffe je eins dieser 9 SP2-Orbitale, um sich mit einer Sigma-Bindung aneinander zu binden. Und die Wasserstoffe binden wir auch schon mal wieder mit Sigma-Bindungen an die restlichen SP2-Orbitale dran. Wenn ihr aufgepasst habt, wisst ihr aber, dass das eine unveränderte P-Orbital noch fehlt. Und irgendwo muss es ja sein. Das steht jetzt auf der Ebene jeweils senkrecht drauf. Und die 2 P-Orbitale bilden jetzt eine Pi-Bindung. Hat jetzt nichts mit der Zahl Pi zu tun, sondern eher damit, dass das Zeichen griechisch für P-Bindung ist. Also so binden sich jetzt P-Orbitale. Einmal überlappen die oben und einmal unten. Sieht jetzt fast so aus, als hätten wir da 3 Bereiche, die überlappen. Aber von den Elektronen her zählt die Pi-Bindung nur als eine Bindung. Deshalb haben wir aber im Ethen zwischen den 2 C-Atomen eine Doppelbindung. Einmal die Sigma und einmal die Pi-Bindung. Je mehr Bindungen ich habe, desto kleiner ist dann später der Abstand zwischen den bindenden Atomen. Kann man sich aber, denke ich, gut vorstellen. Als Verständnischeck schauen wir uns noch kurz das Ethin an. Das ist dann SP-hybridisiert, also nur 2 gleiche Orbitale, somit sind die Orbitale linear angeordnet. Davon bildet jetzt wieder jeweils einzelne Sigma-Bindungen zwischen den beiden Kohlenstoffen und das andere eine mit Wasserstoff. Die 2 fehlenden P-Orbitale stehen jetzt senkrecht zu den Bindungen und zueinander. Also sieht das dann so aus. Und wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt, machen die jetzt einfach Pi-Bindungen. Und wie schon eben, sind das dann nur 2 und nicht 4, wie man denken könnte. Deshalb haben wir auch insgesamt eine Dreifachbindung. Eine Sigma- und 2 Pi-Bindungen zwischen den Kohlenstoffatomen. Hier ist die Bindungslänge dann auch noch kürzer als bei der Doppelbindung. Das Konzept wirkt jetzt ziemlich komisch, aber wenn man sich die hier erwähnten Bindungen und Hybridisierungen merkt, dann nützt das viel. Taucht nämlich immer wieder genauso auf. Für krassere Chemie als Schulchemie ist das Orbitalmodell ab und an echt sinnvoll. Für den Aufbau von Stoffen reicht das Kugelwolkenmodell aber vollkommen. Das checkt man auch schneller. Wie sieht's bei euch eigentlich aus? Hat jemand von euch Bock, Chemie später mal zu studieren? Oder macht ihr alle 3 Kreuze, wenn's endlich rum ist? Wie sieht's aus? Schreibt's uns in die Comments. Wenn ihr euch bei dem Video dachtet, da fuck, woher weiß der Kerl nochmal die Elektronenkonfiguration von den Stoffen, dann schaut am besten hier nochmal in das Video rein. Einfach rechtsklicken. Ansonsten wünschen wir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.